Eine kostbare Bibelhandschrift des 12. Jahrhunderts. Mit fast 900 Jahren ist diese Handschrift das älteste Objekt in unserer Auktion. Von außen eher unscheinbar verbirgt dieser Kodex eine sehr schöne, mit prachtvollen Initialen geschmückte Bibelhandschrift des Hochmittelalters. Das auf Pergament geschriebene Manuskript entstand in der Übergangszeit zwischen Romanik und Gotik und dokumentiert diesen Stilwechsel in ganz unmittelbarer Weise. Denn es ist zum einen in der romanischen Buchschrift geschrieben, der sogenannten karolingischen Minuskel, einem Vorläufer unserer heutigen Antiquaschrift, zum anderen in einer frühen gotischen Schrift, die bereits den typisch gitterartigen Charakter zeigt und die im Laufe des 13. Jahrhunderts die rundliche karolingische Minuskel allmählich abgelöst hat. Darüber hinaus zeigen sich manche Seiten in einer Mischform beider Schriftarten, die Carolino-Gotica genannt wird. Eine besondere Eigentümlichkeit dieses Manuskripts sind die speziellen Interpunktionszeichen, mit denen Lesepausen unterschiedlicher Länge angezeigt werden. Diese Zeichen sind differenzierter als Punkt, Komma und Semikolon. Sie fügen gewissermaßen noch eine Viertel- und eine Achtelnote ein, sodass der Text wie eine Partitur gelesen werden kann. Diese Zeichen wurden von den im 12. Jahrhundert sich ausbreitenden Zisterzienserklöstern systematisiert und auf die Lektüre der klösterlichen Tischlesung angewendet, daher auch die Bezeichnung Zisterzienserinterpunktion. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass unsere Bibelhandschrift in einem Zisterzienserkloster als Vorlesebuch gedient hat. So frühe und gut erhaltene Bibelhandschriften wie die vorliegende sind im Handel hochgradig selten. Die feinen, stilvollen Initialen geben dem Manuskript zudem einen besonderen ästhetischen Reiz und heben es weit über eine Gebrauchshandschrift hinaus.